In 80 Tagen um die Welt, Teil 6. Du kennst Herrn Fogg. Hongkong ist berühmt für seine Seiden- und Teekultur. Mein Bruder hat immer davon gesprochen, wie lecker der Tee hier ist. Hongkong hat seine wahre Kultur nicht verloren. Und weißt du, was mich am meisten überrascht? Sie haben keine Angst vor der Polizei. Phileas! Phileas! Du hast mich gerettet, Phileas! Du bist mein Held! Herr Fogg! Geht es Ihnen gut? Was soll diese Aufregung? Monsieur, geht es Ihnen gut? Oh, das kleine Biest. Was ist passiert? Oh, Herr Fogg! Der Hund hat Sie gestupst. Geht es Ihnen gut? Aber Herr Fogg war mal wieder sprachlos. Du bist mein Held, Phileas. Seit die Herren Prinzessin Mira in Indien gerettet hatten, konnte Herr Fogg an nichts anderes als an Sie denken. Herr Fogg, geht es Ihnen gut? Ja, na sicher. Ich habe mir aber vielleicht den Kopf gestoßen. Keine große Sache. Phileas, warum gehen wir nicht zum Deck und essen etwas? Du hast seit geraumer Zeit nichts mehr gegessen und das könnte der Grund für deine Verwirrung sein. Du bist unsterblich in die Kriegerprinzessin verliebt, mein Freund. Natürlich bin ich das nicht. Nachdem sie Kalkutta und Indien hinter sich gelassen hatten, machte sich Herr Fogg, Passepartout und Sir Francis auf dem Weg nach Hongkong. Dies war eine der Städte, die Herr Fogg durchqueren musste, um seine Wette zu erfüllen, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Sie alle stiegen im Hafen von Hongkong aus. Das ist der Abschied, mein Freund. Meine Reise in deinem verrückten Abenteuer endet hier. Es ist nie ein Abschied von Freunden, Sir Francis. Herr Fogg umarmte Sir Francis vom ganzen Herzen. Sir Francis winkte seinen neu gefundenen Freunden zu und ging auf sein Ziel zu. Ich werde ihn vermissen. Wir bleiben mit ihm in Kontakt, Passepartout. Jetzt sind wir nur noch zu dritt und haben immer noch die Welt zu bereisen. Herr Fogg hatte recht. Aber es waren nicht nur drei. Ja, ich jage sie. Nein, sie werden mich nicht erkennen. Ich darf mich selbst nicht erkennen. Oh, ich habe schon einen Plan. Schicken Sie mir einfach den Haftbefehl. Inspektor Fix hatte seinen Haftbefehl zur Verhaftung von Herrn Fogg in Indien verloren, bevor er verhaftet wurde. Aber das hinderte ihn nicht daran, Herrn Fogg bis nach Hongkong zu folgen. Er war jetzt entschlossener denn je, Herrn Fogg zu verhaften. Sheng, Sheng! Nia Sheng, Mai Xiu, Ma! Hongkong war so anders als jedes andere Land, in dem Passepartout und Herr Fogg je gewesen waren. Die Leute trugen unterschiedliche Kleidung und überall waren leuchtende Farben. Dieser Ort ist so schön. Ich verstehe, warum Gigi es hier liebt. Oh ja, ihr Cousin. Wir müssen ihn sofort suchen. Was hast du es denn so eilig, Passepartout? Ich meine, natürlich werden wir nach dem Kerl suchen und sicherstellen, dass für die Prinzessin gesorgt ist. Aber würden wir nicht zuerst hier leben wollen? Oh, na, natürlich. Passepartout hatte nicht nur gesehen, wie sehr Herr Fogg Prinzessin Mira bitten wollte, zu bleiben, sondern er hatte auch etwas anderes an der Prinzessin bemerkt, seit sie Indien verlassen hatten. Prinzessin Mira fühlte sich von diesem Engländer angezogen. Ach, ich hasse es hier. Ich verstehe nicht, was irgendjemand sagt. Wie kann dieser Fogg es hier lieben? Sheng, 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 Sheng. Nia Sheng Miao, Shi Hu Ma. Was ist mit euch Leuten? Ich will dieses Stück Stoff nicht. Was Inspektor Fix nicht wusste, war, dass sie alle nur nett zu ihm waren. Ihr seht, während Inspektor Fix sich darauf vorbereitete, sich in Hongkong zu verkleiden, wurde seine Kleidung zerrissen. Aber er war sich das nicht bewusst, da er von der verrückten Idee abgelenkt war, Herrn Fogg auf jeden Fall zu folgen. Du, du. Nibi Shu Duo Shun Jifu. Ich weiß nicht, was du sagst.
Folge mir nicht. Chen Shi Ge Jiegwe De Ren. Herr Fogg war enttäuscht, dass Prinzessin Miras Reise mit ihnen zu Ende ging. Aber er musste damit einverstanden sein, da er davon ausging, dass Prinzessin Mira das auch wollte. Das ist gut, nicht wahr? Ich werde Gigi treffen und hier mit ihm leben. Er ist mein Bruder und er wird sich immer um mich kümmern. Ich kann hier studieren und vielleicht sogar arbeiten. Ich sollte glücklich sein, dass ich diese Gelegenheit bekomme, mein Leben neu zu beginnen. Warum bin ich nicht glücklich? Herr Fogg ist ein guter und edler Mann. Ich darf meine Reise mit ihm nicht länger verlängern. Prinzessin Mira war sich Herrn Foggs Gefühlen für sie nicht bewusst und hatte beschlossen, sich von Herrn Fogg zu trennen, egal wie oft sie mit ihm reisen wollte. Die aufkeimende Liebesgeschichte von Herrn Fogg und seiner Prinzessin Mira sollte jedoch durch einen sehr unglücklichen Vorfall unterbrochen werden. Passepartout, du musst hier runterkommen und mir ein Visum für meinen Pass beim Hongkonger Konsulat besorgen. Ja, ja, Monsieur. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber das heißt, ich werde die Prinzessin nicht wiedersehen? Ah. Passepartout gab Prinzessin Mira seinen Lieblingsstift, um sich an ihn zu erinnern. Und mit Tränen in den Augen stieg er aus der Straßenbahn und winkte Prinzessin Mira und Herrn Fogg zum Abschied. Als Passepartout das Visum für den Pass erhielt, wagte er sich auf die Straßen Hongkongs. Ein paar Minuten vergingen und Passepartout erkannte seinen Fehler. Ach nein, diese Orte sehen alle gleich aus. Dies war nicht Europa, wo Passepartout die Sprache kannte oder ausmachen konnte, wo er war. Er merkte bald, dass er sich verirrt hatte. Nein, nein, nein. Ich suche jetzt nach Monsieur, wenn ich irgendwie den Weg zurück zum Dock finden könnte, wo unser Dampfer nach Japan planmäßig abfahren wird. Verloren sind Sie? Ach, Monsieur, Sie sprechen eine Sprache, die ich kenne. Oh, ja, sehen Sie, meine Mutter ist aus England. Was meinen Sie damit? Ihre Mutter kommt aus England. Woher stammt Ihr Vater? Oh, ich habe gehört, Sie wollen zurück zum Dock. Ich kenne den Weg. Folgen Sie mir. Inspektor Fix hatte einen bösartigen Plan. Er wollte Passepartout von Herrn Fogg fernhalten, bis sein Haftbefehl eintreffen würde. Fix wusste, dass Herr Fogg nicht ohne seine Assistenten in ein anderes Land gehen würde. Genau hier, genau hier. Fix' Plan ging auf. Er brachte Passepartout genau dorthin, wo er wollte. Monsieur, wir haben das Dock vor langer Zeit überquert. Warum haben wir dieses Schiff betreten? Oh, das war die falsche Anliegestelle. Ich habe gehört, wie Sie sagten, dass Sie zum Dampfer kommen müssen, der nach Japan abfährt, nicht wahr? Das ist es. Bevor Passepartout etwas sagen konnte, rannte Fix aus der kleinen Kabine und schloss die Tür hinter sich ab, wodurch Passepartout darin gefangen war. Monsieur, was machen Sie? Diesmal werde ich Fogg nicht davonkommen lassen. Wie können Sie es wagen, Herrn Foggs Namen so respektlos behandeln? Und warte, woher kennen Sie Herrn Fogg? Oh, ich kenne euch beide. Als Fix seine Verkleidung abnahm, war Passepartout fassungslos. Warte, Sie sind der Inspektor, der uns in England aufgehalten hat und... Und der Mann, den ich in Ägypten getroffen habe. Oh, sieh mich genau an, mein Freund, weil ich der Mann bin, der Ihren Herrn Fogg verhaften wird. Ich bin der Mann, den dieser Fogg nie vergessen wird. Ich bin der Mann. Was ist los? Und es kam ein weiteres Abenteuer auf Sie zu. Ei, ei, seht her, Mädels. Ich habe euren fremden Schatz gefunden. Das kleine Schiff, in das Inspektor Fix Passepartout einsperren wollte, wurde von Piraten gekapert. Monsieur, wo sind Sie? Da ist es. Das ist die Adresse. Hier verabschiede ich mich, Herr Fogg. Danke für all Ihre Hilfe. Sie haben mir eine zweite Chance gegeben und ich verspreche Ihnen, ich werde Sie stolz machen. Prinzessin,
Sie müssen sich niemanden beweisen. Eine starke Frau wie Sie sollte nur Ihnen selbst gegenüber verantwortlich sein. Herr Foggs Herz schmerzte, seine Liebe davon abzuhalten, ihn zu verlassen. Aber was konnte er tun? Er beobachtete schweigend, wie Prinzessin Mira das Gebäude betrat und ihn ansah, um sich ein letztes Mal zu verabschieden. Herr Fogg hätte schwören können, dass er eine Träne über ihre Augen laufen sah, bevor sie die Tür hinter sich schloss. Enttäuscht und verletzt, Herr Fogg hatte seine Wette und seinen Assistenten ganz vergessen. Und beide waren jetzt in Schwierigkeiten.